Ja, wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, hier den ganzen Tag Basketball zu spielen, Spaß zu haben, Sport zu treiben. Und für den Verein natürlich auch gucken, ob vielleicht das ein oder andere interessante Kind da ist, was wir so noch nicht kennen, um das auch zu motivieren, bei uns im Verein Basketball zu spielen. Fertig! Go! Also aktuell sind wir mit 66 Kindern in dieses Camp gestartet. Bei drei Camps sind das dann rund 180 Kinder in den zwei Wochen. Also die Kinder sind dann 13 bis 17. Drei Tage geht das dann. In drei Tagen kann man jetzt keine Welten bewegen, aber ja, das bringt schon was. Also man merkt das schon, vor allem jetzt in den Ferien, wenn man nicht so viel macht jetzt. Also ich kenne ja mich selber, die erste Woche habe ich jetzt wirklich nicht so viel gemacht, aber in der zweiten Woche dann wieder reinzukommen, ist schon gut. Also ist schon anstrengend. Man hat schon Muskelkater nach den drei Tagen. Das Camp macht mir schon Spaß und ich würde es auch als ernst ansehen, weil man durch das Camp auch sehr gut seine Fähigkeiten verbessern kann und das dann halt alles mitnehmen kann, was man hier lernt. Wir wollen an jedem Spot 40 Punkte machen. Ja, wir haben fünf verschiedene Stationen hier mit verschiedenen Sachen wie Athletik, was immer wichtiger wird im Basketball. Korbleger, Defense, Fastbreak. Die Kinder durchlaufen die Station nacheinander und das dann zweimal am Tag und dann wird immer noch ein bisschen gespielt am Ende. Eigentlich macht mir die Defense-Übung Spaß, weil ich eigentlich ganz gut Defense machen kann. Aber auch so 1 gegen 1 oder Fastbreak-Übungen, die machen mir auch schon Spaß. Ja. Und zwar leitet der Flo euch an und wir verteilen uns dann gleich auf die Körbe. Also Flo, du darfst. Zuhören. Wir gehen in den Teams, in denen wir gespielt haben, als wir noch sechs Teams. Wenn man nicht zuhört und wenn die was erzählen, wenn man dribbelt, das geht gar nicht. Also dann gibt es immer Liegestütze, müssen wir immer pumpen. Disziplin ist ein wichtiger Punkt. Natürlich, wenn man mit so vielen Leuten zusammenarbeitet, muss man von Anfang an darauf achten, dass die Disziplin eingehalten wird. Aber wenn man von Anfang an klare Regeln aufstellt und die einhält, ist es kein Problem mit den Kindern. Die halten sich gut dran, machen sich gut. Doch, die loben schon. Also die Trainer sind ja, kennen uns ja und wissen auch, was unsere Schwächen sind. Und wenn wir was gut machen, dann loben die uns schon. Aber ja, so Tadel gibt es jetzt hier nicht. Also die sagen, weiter geht's, auf geht's, also motivieren schon. Jeder will natürlich Spielzeit haben und im Training muss es auch, denke ich, Konkurrenzkampf geben, sonst wäre es ja irgendwie komisch. Wenn keiner Bock hat, das wäre ja auch doof. Also die Kinder stehen schon im Konkurrenzkampf gegeneinander. Das ist natürlich klar, Basketball ist ein Wettkampfsportart, es geht darum zu gewinnen, erst recht in den Spielen. Aber wichtig ist auch, dass die Kinder lernen, dass man, wenn man Basketball spielt, nur als Team erfolgreich sein kann. Man spielt immer 5 gegen 5, man muss alle mit einbinden. Während des Spiels ist dann der Wettkampfcharakter gegeben, aber nachher verteilen sich alle, geben sich die Hand und gehen dann meistens glücklich nach Hause. Das kommt auch mal vor, dass sie auch mal aus den Latschen kippen oder morgens zu wenig oder zu viel gefrühstückt haben und dann erstmal eine Pause brauchen. Ja, die setzen sich dann kurz an den Rand und dürfen dann halt kurz verschnaufen, aber dann geht's auch schon wieder los. Ich glaube, wir haben es über den ganzen Tag gesehen, die Kinder abends gut müde zu kriegen, dass sie schnell ins Bett gehen, aber auch nicht so müde oder kaputt, dass sie am nächsten Tag keine Lust mehr haben, sondern es kommen meistens alle wieder. Spaß ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor im Sport. Es ist wichtig, dass man Spaß hat, wenn man dabei ist, mit Spaß bei der Sache ist. Es geht zum einen für die Trainer, die Spaß haben müssen und auch den Kindern Spaß zu vermitteln. Und Spaß steht auch ganz, ganz weit oben auf der Rangliste. Highlight ist gleich, wenn die Baskets natürlich kommen, mit den Baskets trainieren, Tipps von den Baskets und Autogramme vielleicht. Eigentlich in jedem Sommer, Winter, Herbst, immer wenn es eine Möglichkeit gab, war ich bei solchen Camps. Ich denke, für die Kinder heute oder für die Jugendlichen ist es eine super Möglichkeit, ein paar Tricks oder ja, Finessen von den Profis abzuschauen. Das denke ich, super, eine super Sache. Die Einbindung der Profis ist ein wichtiger Punkt. Die spielen mit den Kindern über das ganze Feld 5 gegen 5 Basketball, geben sicherlich auch einige Tipps, was man besser machen kann, was man anders machen kann. Und sind vor allem Vorbilder und Idolcharakter, an denen sich die Kinder orientieren können. Ich spiele gute Verteidigung. Die andere Mannschaft faulen die ganze Zeit. Aber damit müssen wir jetzt leben. Aber wir wechseln uns jetzt selber ein. Wechsel! We gotta go in. Maybe we have to come in and help them. Endswinger rein! Endswinger rein! Endswinger rein! Ja, ich spiele in der U18 NRW, U18-1. Ja, da spielen wir bis rauf, bis Paderborn ist das weiteste. Das ist die zweithöchste Liga in unserem Bereich. Da gibt es noch diese NBBL. Also jetzt in dem Alter U14 bis U18 kann man schon erkennen, in welche Richtung es im Basketball gibt. Es gibt sicherlich einige Spieler hier, die die Möglichkeiten haben, auch mal höherklassig Basketball zu spielen. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber ich würde jetzt, oder könnte mir schon vorstellen, dass man den einen oder anderen
hier vielleicht auch mal in der ersten Bundesliga wiedersehen kann. Ja, ich glaube, da wird nicht viel draus. Also vielleicht in die NBBL, das wäre natürlich schon cool, aber höher, glaube ich, wird da nichts. Also Profi kann ich, glaube ich, vergessen. Dazu habe ich das Talent und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ich glaube, das wäre vielleicht auch nicht für mich. Aber so NBBL wäre schon cool. In my car, every day I drive, I'ma turn it loud.